Unser nächster Beitrag führt uns wieder in den Tennengau zu unserer Energiesparfamilie. Die Bernhofers zeigen uns auch diesmal, wie man daheim Geld sparen kann. Und diesmal geht's um die Wäsche. Familie Bernhofer hat ihre Dachgeschosswohnung im Haus der Schwiegereltern im Vorjahr ausgebaut. Bestehendes wurde im Haus belassen und weiterverwendet, wenn es, so wie die meisten Haushaltsgeräte, noch gut in Schuss war. Was neue Modelle an Wasser und Strom einsparen würden, versucht Andrea Bernhofer selbst wettzumachen. Ich versuche beim Waschen Energie zu sparen. Zum Beispiel, dass ich bei der Normalwäsche 40 Grad verwende statt 60 Grad, außer sie ist sehr schmutzig. Auch bei der Kochwäsche 75 Grad statt 95 Grad. Und den Trockner verwenden wir schon regelmäßig. Bei 3 Kindern ist einfach die Wäsche, sammelt sich an, und wenn aber die Sonne scheint oder es ergibt, dann hänge ich schon die großen Sachen auf. Zusätzlich kann man Energie sparen, wenn man den Eco-Knopf verwendet, und man sollte auch immer darauf schauen, dass die Waschmaschine vollgefüllt wird. Beim Trockner ist es immer die Überlegung, hat es überhaupt Sinn, dass man hernimmt, oder kann man die Wäsche ans Freie hängen? Eco-Taste ja, aber Kurzprogramme sollte man eher meiden, denn sie sind wahre Stromfresser. Auch auf die Vorwäsche kann man meist verzichten, wenn man grobe Flecken direkt vorbehandelt. Diese einfachen Tricks sparen sehr viel Strom. Denn bei 3 Kindern steht die Maschine kaum einen Tag still. Natürlich, die Maschinen sind schon in die Jahre gekommen, und so machen wir uns auch Gedanken über energieeffiziente Lösungen und werden in Zukunft uns da beraten lassen, was wir für Maschine dann kaufen. Beim Neukauf von einem Trockner oder einer Waschmaschine kann man sehr viel Energie und auch Wasser sparen. Man sollte darauf achten, dass man ein sehr energieeffizientes Produkt kauft, also mit der Energieeffizienzklasse A++. Das ist sparender als A zum Beispiel. Noch aber leisten die alten Geräte gute Dienste. Und sie sind auch leistbar, dank der Energiespartricks von Andrea Bernhofer.